Willkommen in Wiesenburg zu einem Ausflug fast ganz ohne Züge. Es geht auf eine kleine Wanderung entlang der legendären Kanonenbahn Berlin-Metz, auf deren Abschnitt Wiesenburg-Güterglück. Dieser hat eine ganz besondere Geschichte, denn er wurde erst Anfang der 90er Jahre komplett zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Von Mai 93 bis Dezember 95 nahm er unter anderem den ICE-Verkehr nach Berlin auf. Und wurde 2004 stillgelegt. Hier, direkt vor dem Stellwerk Wiesenburg West, trennen sich die Kanonenbahn und die weiterhin befahrene Hauptstrecke Richtung Roßlau und Dessau. Das ist der Blick von der Kanonenbahn aus Richtung Güterglück auf den Bahnhof Wiesenburg. Und hier kommt der EZ 51496 von Sedin nach Seelze des Weges. Eigentlich ein Kandidat für die Kanonenbahn, jetzt zum Umweg über Roßlau gezwungen. Bevor wir uns endgültig von blanken Gleisen verabschieden, die Vorbeifahrt des EZ 51543 Seelze-Sedin. Und jetzt will ich endlich schweigen und Bilder sprechen lassen. Hier, gut 5 Kilometer hinter dem Bahnhof Wiesenburg, endet unsere Kanonenbahnwanderung. Ich musste nämlich den Rückweg antreten, um meinen Zug noch zu erwischen. Von der nicht mehr weit entfernten Blockstelle Reetz gibt es daher nur dieses Foto aus dem Mai 2005, als die Strecke zwar schon stillgelegt, aber noch weitgehend intakt war.